Macht's. So. Ich muss jetzt nur einmal den Sound anmachen. Das wäre nämlich ganz gut, wenn ich den Sound ankriegen würde, ne? Wäre sinnvoll. So. Ich muss ihn nämlich immer ausmachen, sonst hört er den. Ich kann den leider nicht separat laufen lassen. Finde ich immer ein bisschen doof. Bei manchen Sachen kriege ich es ja hin. Wie mit den Sound Alerts. Die kann ich ja getrennt voneinander steuern. Also die kann ich ja für euch aus, für mich anmachen. Klaus Langeweile immer. Genau. No. Oh, wir haben. Wir haben was verkauft. Sehr schön. Wenn ich dann ankomme, dann sage ich dir Bescheid. Alles klar. Alles klar. Spar deinen Akku. Juhu. Ignoriert übrigens das hier unten. Ignoriert das bitte. Ich konnte es mal wieder nicht lassen. Jo. Ich habe auf jeden Fall einmal diesen geheilt. Das machen wir einmal. Ich bin erst seit 20 Minuten wach auf Frühstück, solange ich in der Korean Final bin. Das kann dauern. Wenn du DD spielst, kann das definitiv dauern, ja. Ja, ich kenne es. Ich kenne es. Ich habe gelitten bei meinem ersten Run. Ich habe gelitten. Okay, gerade leide ich nicht. Ich bin immer erstaunt, wenn ich plötzlich reinkomme. Ist immer wieder bewundernswert. Ich glaube, als zweite Klasse ziehe ich auch den Druiden auf 50. Da komme ich schneller in die Sachen rein. Muss ich nicht so lange warten. Wait, warte mal, auch als Tengu Teiler zum auf Shiva. Echt? Na gut, wann habe ich das letzte Mal auf Shiva eine Dingens gemacht, außer der aktuelle Content? Mit Kitty zum Steine farmen. Das war's dann aber auch. Und da hatte ich in der Zeile, also, ne? Da ging das. Kann ich dir schreiben, ja. Kann ich dir schreiben, Markus. Ansonsten kannst du doch einfach im Stream fragen. Liegt nicht mal im DD. Ich will in Zeug rein, wo keiner das Ding reingeht. Bin auf Chaos hier. Kann ich Glück haben, dass wer dazu kommt. Vielleicht würde das gar nicht gehen. Ja, gut, das stimmt. Aber hey, ich bin auch auf Chaos. Ich bin auch auf Chaos. Gewechselt. Drüber gewechselt. Mit meinem neuen Streaming-Show. War vorher auch auf Light. War vorher auch da. Mein eigentlicher Main ist auch noch da, aber er wird nicht mehr im Stream gespielt, außer bei aktuellen Sachen. Oh je, das ist ja das pure Chaos hier. Ja! Das, ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Also wie gesagt, auf Shiva weiß ich es halt echt überhaupt nicht mehr. Auf Chaos bin ich jetzt halt auch auf den neuen Servern. Auf einer der beiden. Deswegen habe ich ja auch diesen wunderbaren Routinebonus, den ich sehr ausnutze. Und auch sehr dankbar dafür bin, dass ich den habe. Wann kommt das Flammending? Kommt das irgendwann mal? Da ist es. Hier. Ding wegpacken. Und jetzt also warten. Ich würde gestern ein paar Dailies machen, da habe ich alle als Tank und Heiler um die 10 Minuten gewartet. Okay. 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 Passt. Das ist für Tank und Heiler lange, ja. In der Tat. In der Tat. Oh.
Aber man wär's. Ich hoffe, ich habe den Bonus gekriegt. Ich brauche nämlich Vermögen. Ja, Vermögen braucht jeder, aber ich brauche Staatstaler. Ganz dringend brauche ich Staatstaler. Bin auch am Überlegen, weil Dungeon of Chaos besser sind als auf Light. War lange raus, man hat die erste Endwalker-Quest. Jetzt pausiert, bis der Trink da ist. Mache Story von Null an, damit ich alle Story nochmal habe, bevor ich Endwalker mache. Gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Also, ich bin ja sowieso ein Twink-Mensch. Ich liebe es, Twinks zu machen, auch wenn ich sie in FF nicht brauche. Ich liebe es dennoch. Und bei mir war es halt so, ich habe Stormblood und Shadowbringers quasi übersprungen. Also die gesprochenen Szenen habe ich mitbekommen. Ich habe aber nicht mitbekommen, was in Textform da stand. Also ich habe es nicht gelesen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, was in den zwei Addons eigentlich passiert, außer das Gesprochene. Die normalen Sequenzen. Ja. Und da ich meine Gilde vom Streamen rausnehmen wollte, weil halt auch einige gesagt haben, wollen nicht gerne im Stream sein. Deswegen habe ich gesagt, gut, okay, gehe ich auf Chaos, habe ich es einfacher. Und spiele dann auf Chaos meinen ganzen Streamstars und mach dann auf Light mein Ding. Ich glaube, ich habe jetzt noch 2 Streamstars auf Light. Die muss ich aber noch rüber transferieren, aber ich habe keine 14 Euro. Ich bin zu geizig. Bin einfach zu geizig dafür. Deswegen, ja. Einer, ich glaube, das ist mein Lala, der lungert irgendwo bei Heavensward rum. Mal gucken. Und ja. Weil es auf Chaos eine Scheinwelt gibt, leg den Char rüber zu packen auf Chaos. Ich habe einen Main und 3 Alt-Chars. 2 davon für RP und Klammenfall. Nice. Nice. Also wie gesagt, bei mir war es halt nur, oder ich habe mich deswegen entschieden, weil man ja von Chaos auf Light trotzdem reisen kann jetzt mittlerweile. Die Hälfte meiner Community ist durchgedreht, weil ich auf Chaos gewechselt bin. Sie nehmen es mir übel. Ich habe da gesagt, hey, ich kann euch doch besuchen kommen. Das Argument zählte leider nicht. Es zählte leider nicht, also. Ne? Jetzt. Aber passt. Sie gewöhnen sich dran. Und wie gesagt, das hier ist jetzt halt mein neuer Char. Und ich liebe ihn jetzt schon. Weil er inspiriert ist von meinem eigentlichen Anfänger-Char damals. Das ist nämlich doch eigentlich, bis auf die Augenfarbe, genau der Char, den ich damals erstellt habe. Und ich liebe ihn. Ich liebe ihn einfach nur. Jetzt ist die Frage: Machen wir das hier erstmal fertig? Das machen wir noch nicht, obwohl ich Level 43 bin. Nehmen wir an, auf den Bonus für Stufensteigerung kann ich lange warten. Wäre natürlich geil. Na gut, aber wir haben ja nachher nochmal Dailies, ne? Wir könnten es nachher nochmal machen. Komm, Stufensteigerung. Wir hauen es einfach rein. Und dann einmal nach Tanalan. Wir müssen auch noch die Event-Quest machen. Die steht mir auch noch bevor. Weißt du noch nicht, ob ich die heute mache oder ob ich die morgen mache? Weil morgen ist eigentlich MMO-Tag. Muss ich noch gucken. Ebene der Redner. Da müssen wir hin. Nein, ich kann da noch nicht hin. Okay. Der schöne Schal, den ich jetzt habe, wurde mir geschenkt und ich bin seit gestern in Stormblood. Cool, ihr könnt es, hätte ich gesagt. Such mich, weil ich habe hübsche Versteckplätzchen gefunden.
Naja, leider kann ich noch nicht dahin. Ich bin leider noch in Realm Reborn und ich bin sehr langsam zur Zeit. Ich nehme mir halt alle Zeit der Welt. Weil ich weiß nicht, bei meinem ersten Char habe ich halt so durchgehetzt. Habe ich halt auch von einigen Leuten, die sind Gott sei Dank nicht mehr in den Streams, so gehetzt gefühlt. Deswegen, es wird dauern. Es wird dauern. Immer gucken. Aber ich liebe Kuhane, ne? So eine schöne Stadt. Nur im Verstecken bin ich schlecht. Ich glaube, ich habe einmal bei so einem Versteckspiel da mitgemacht und ich, ja. Kein Kommentar. Aber kein Kommentar. Und zudem, ich lese übrigens auch alles vor. Das kommt erschwerend hinzu. Da kann ich immer noch nicht drüber springen. Fetcher, da muss ich hin. War doch richtig. John Lane schickt eine Assistentin. Aber ich habe doch gerade erst eine Lieferung abgeschickt. Er benutzt es einfach zu verschwenderisch. Das habe ich schon immer gesagt. Aber das sieht ihm ähnlich. Es liegt an seinem leidenschaftlichen Temperament. Was? Er hat es nicht aufgebraucht. Es wurde ihm gestohlen. Was kümmert es mich? Lieferung ist Lieferung. Er ist ein komischer Kauz, aber ich mag ihn. Er widmet sich seiner Kunst mit aller Kraft und nimmt sein Handwerk äußerst ernst. Er würde auch einen guten Gildenmeister abgeben. Ich mache dann mal die Lieferung fertig. Bringen Sie ihn bitte unverzüglich. Ich habe auch ein paar Prübchen mit hineingelegt. Ah ja. Okay. Mit ihm effektiver als mit meinem Main und hab Spaß damit. Das Problem mit dem Alpha-Buff über Level. Überlebe ich extrem, weswegen ich Nebenjobs habe. Mir gehen die Nebenjobs aus. Natürlich. Also noch nichts. Noch nicht, noch geht's. Aber ich sag nur, Main Story Quest Level 20, 43er Waldläufer. Kein Kommentar, ne? Und ich habe bisher, glaube ich, nur eine einzige Stufensteigerung gemacht. Und das war beim letzten Mal. Da hatte ich das, glaube ich, erst freigeschaltet. Ja. Ne? Läuft. Das ist auf Chaos los. Einer war gestern auch da. Der rennt hier von rechts nach links. Von links nach rechts. Das ist ewig lang. Ich brauche für so Leute, die wir nie sehen. Oh ja, das stimmt. Denke ich mir aber öfters auch. Achterburg war es, ne? Ja. Mal einmal für mich leiser machen. Oh mein Gott, dieses Team ist einfach so unglaublich schön von dem Event, ne? Es ist so ein schönes Team. Ich will auch. Ich habe die Notenrolle bisher nur auf einem einzigen Char. Das ist mein Main. Also mein Light Main. Mein jetzt privater Main. Ja, mal gucken, wann wir die Event-Quest machen. Erstmal ist, wie gesagt, ein bisschen Story dran. Gleich. Wenn ich mal soweit bin. Erst mein Arbeitswerkzeug zurückgebracht. Sie sind doch mein Erz und meine Seele. Ohne sie bin ich nichts. Ein Niemand. Eine Niemand, glaube ich. Stimmt da, ne? Ich kann keinen französischen Akzent, ich entschuldige mich. Ah, oui. Ich fühle mich so lebendig. Ich bin wieder komplett. So. Einfach fertig. Mein Main ist Summoner und der ist Level 70 und ich bin Anfang Stormblood. Hab Tank und Hilfe neben Quest, weil Spaß macht. Neben Summoner gerne Ninja, Monk, Dragoon, Dancer, Bart. Ich bin auf Englisch bevorzugt, Englisch von Deutsch. Das ist die meisten deutschen Begriffe nicht. Alles gut. Solange du mir jetzt nicht mit japanischen Begriffen kommst oder Französisch, ist alles gut. Die englischen Sachen weiß ich noch.
Aber bei mir ist es, auf meinem eigentlichen Main bin ich mittlerweile Reaper und White Mage Main. Angefangen habe ich als Bade. Bade Main. War aber nicht meins. Also ich liebe den Baden. Immer noch. Ich bin zu doof für die Rota. Ich krieg meine Rota einfach nicht auf die Reihe im Savage. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich da den Schaden raushau. Ich weiß es einfach nicht. Mach dich auf etwas gefasst, Mon Amour. Ich werde dir einen Schnitt verpassen, der deinem tristen Leben ein Ende bereiten wird. Es ist Zeit, Adieu zu sagen. Oh ja. Devil Tank und hier ohne Dungeon. Bin ich lebensmüde. Also, Heiler, der White Mage, den kriege ich hin. In Dungeons. Im aktuellen Content. Hä? Muss ich noch üben? Tank sehe ich wie du. Ich bin nicht lebensmüde. Also bis 50 kriege ich den Tank hin. Bis 50 kriege ich es hin. Darüber hinaus wirst du mich, glaube ich, nicht. Zumindest nicht mit anderen Leuten. Mit NPCs mache ich es. Mit NPCs gehe ich auch als Tank rein. Aber mit anderen Menschen? No way. Da kriegst du mich nicht in Dungeon rein. Nein. Nicht als Tank. Voila, fertig. Schau in den Spiegel. Aber mach dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Ich fühle mich wie neu geboren. Es ist, als ob ich zum ersten Mal mein wahres Ich entdecke. Du bist eine wahre Koryphäe. Eine Koryphäe der Kosmetik. Ach du grüne Neune. Ja, du bist der berühmte Kosmetiker. Da gibt es keinen Zweifel. Exakt. Genauso ist es. Ein neues Ich ist wie eine Wiedergeburt. Weg ist das alte, fade Leben. In dem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Mon Amour. Unser Schar denkt sich halt auch nur so, what? Nein. Merci, dass du mir geholfen hast, Abenteuerin. Du hast mir nicht nur meine Werkzeuge, sondern mein Herz und meine Seele zurückgegeben. Ihr, nimm dieses Geschenk als Dank. Ja, das kommt jetzt ein bisschen schlecht. Macht ihr auf etwas... Ja, das hatten wir gerade schon. Ich, Oh, gut. Jemand anderes hat die Teilnahme zurückgezogen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Habe ich Zeit. Wir haben Zeit. Ich weiß nicht... Dann mach dich auf eine Erfahrung Metaphysik gefasst. Ja, das hatten wir doch gerade. Du wiederholst dich, Junge. Jawohl, stimmt. Immer Träs beschäftigt. Es ist beinahe unmöglich, einen Termin zu machen. Für dich habe ich immer Zeit. Läute einfach die Kosmetikerklinge in einer Herberge und ich komme sofort. Meine Scheren und ich werden aus deiner ungehobelten Form dein wahres Ich herausschälen. Gut, lernt das Haar. Offensichtlich sehen wir uns bald wieder. Dann werde ich dir zu einer metaphysischen Verwandlung, einer echten Wiedergeburt verhelfen. Ach, so, das klicke ich jetzt einmal schnell durch. Ich habe keinen Bock. Ja, jetzt ein Schlafpunkt, das jetzt nicht zu kriegen. Also, war auf meinen Main Black Mage Main. Weil ich habe meinem Alt viel Spaß mit Nahkämpfen. Warum immer, obwohl ich Mage-Spielerin bin. Manchmal wechselt das ja auch. Ich war halt einfach eigentlich lieber Fernkämpfer. Mittlerweile durch den Reaper Nahkampf. Obwohl ich Fernkampf auch immer noch gern mag. Also, so ist es nicht. Das war gerade falsch. Egal. Da bin ich stolz auf mich. In Low bis 50 mit White Merch. Nicht mit Randoms, nur einmal gewiped. Auf Show ist mir nur mal ein DD weggestorben. Hey, ich guck gleich. Und der große Vibe war auch nur, weil ich so panisch war, dass mir wer wegstirbt. Ich nicht gesehen habe, dass ich nur ein HP habe. Oh. Aber kenne ich. Kenne ich. Ich war als White Merch auch mega panisch. Bin ich jetzt nur noch im aktuellen Content. Weil den kriege ich noch nicht geheilt.
Also ich krieg, sagen wir so, ich kriege die Bosse, kriege ich schwierig Gehalt, die Dungeons mit den Gegnern schon eher. Es kommt aber darauf an, wen ich als Tank habe. Den aktuellen Content mache ich dann meistens nur mit Leuten, die ich kenne, wo ich weiß, okay, die pullen nicht so viel, weil ich kriege halt einfach diese Big Pulls nicht hin. Ich bis 70 kriege ich alles wunderbar hin, danach ist Schluss. Danach ist mir das irgendwie too much. Muss ich noch die richtige Heiltechnik rauskriegen, das am besten mache. Weil ansonsten heilen ist mega cool. Nur tanken würde ich nicht. Zum einen habe ich Angst, dass ich halt durchgehend wegsterbe, weil ich die Taktik der Boss als Tank nicht weiß. Oder eigentlich nicht mal als BW weiß. Und immer in irgendwelche Sachen reinkomme, die ich hasse. Oder auch nicht kann. Und nee. Irgendwie. Nee. Und ich muss vorrennen. Und ich hasse es vorzurennen. Das mache ich noch nicht beim Real Life. Ein Tank hat mir mal fast einen Herzinfarkt verpasst. Ich habe ja ein Makro mit Newbie Heal. Was macht Tank? Macht wohl to wall pull. Boah, sowas kann ich ja gar nicht ab. Was ich immer hasse, ist, wenn Tanks aus Spaß oder ich weiß gar nicht, welche Klasse das macht. Hybrid macht das. Er hat das einmal zumindest gemacht. Einmal. Den Skill benutzt, womit man nur noch ein HP hat. Ich hasse es. Ich hasse es. Ohne Witz. Egal bei was und wenn es eine Low E ist, mein Herz sackt in die Hose. Ich hasse es, wenn der Tank nur noch ein HP hat. Und das absichtlich. Obwohl ich es hingekriegt hätte. Ich hasse es. Das ist so eine Panik, die ich dann immer habe. Und ich denke mir so, okay, der stirbt mir jetzt eh weg. Und dann denke ich mir nur, okay, gut. Kriegt er jetzt meine Fullheilung und fertig. Ich bin immer so panisch dabei. Danke, Hybrid. Ja, der kann Break heißen. Danke. Das wirst du übrigens noch in 10 Jahren zu hören kriegen, das ist dir hoffentlich klar. Was? Bin da mit so einem Schrecken versetzt. Wenn's aus Versehen passiert, ist das eine. War ja auch schon mal. Ist mir ja auch schon mal passiert, dass ich aus Versehen meine Spontanität und meine Heilung dann benutzt habe, aber... Hui. Hui. Einfach nur hui. Mach ihn nur gezwungen, wenn wer Quizgrip braucht. Wer bereit ist, Selbstmord zu machen mit mir als hier. Oh. Ach komm, so schlimm bist du, glaube ich, gar nicht. Und Ryder, so, hallöchen. Wunderschönen guten Tag dir. Wie war dein Sonntag bisher? Und zur Frage, wie es mir geht, ich lebe. Ich atme, ich lebe. Besser wird's nicht. Ich bin einfach nur müde. Weißt du noch, wer ich bin? Ja, weiß ich. Du kamst im WoW-Stream dazu. Oder? Doch, im WoW-Stream, oder? Warte. Wenn ich es jetzt nicht komplett verpeile. Wenn doch, dann darfst du mich hauen. Ja, WoW-Stream. Ha. Gut, ich weiß wenigstens noch was. Das ist gut. Gut, soweit bin ich noch fit. Habe Palas Spaß mit Sidequest. Mag der Schildwurf. Der ist cool. Sobald er 60 ist, sehe ich Dark Knight für Story hoch. Dark Knight Story soll richtig gut sein, habe ich gehört. Und mit Darky brauche ich mich eventuell in Low Dungeons dann. Ja, also die Stories von den. Also außer von Pala kenne ich keine der Tank Stories. Die von Pala kenne ich bis 50. Weiter habe ich den auch bisher noch nie gespielt. Werde ich, wenn ich mit NPCs laufen darf. Ich habe keinen Gunbreaker aufgehoben, weil er eine gut aussehende Waffe hat. Weißt du? Oh Gott! Ich hasse das, wenn er das tut. Vor allem, er bleibt nicht stehen, er geht einfach weiter. Um Hallo zu sagen. Das war wie so ein Geist, wie so eine Erscheinung. Tschüss. Dieser Kerl.
Herzinfarkt des Todes. Diesmal hat es nicht geklappt. Diesmal habe ich den Kopfhörer nur auf 7:30. Noch nicht. Ich wollte gerade sagen, Final Fantasy sind so weit, aber nee, auch noch nicht. Brauchst du Hilfe? Ich kann dir kurz hochtragen helfen. Hallo! Oh Mann. Ich bin so panisch, sobald 10 KP verliert, heil ich. Also in Low Initial gesagt geht's. Wenn ich nur merke, dass er plötzlich schlagartig viel HP verliert, dann denke ich mir auch so, okay, warte, was? Und hallo Masaki und hallo Fenris. Schönchen wollte ich gerade sagen. Schönen Sonntag. Mäßig, wenn du wieder WoW spielst. Das mache ich. Es sollte hoffentlich bald soweit sein. Denk nächste Woche? Oder übernächste. Übernächste spiele ich, glaube ich, wieder. Ich muss ja den Monat noch ein bisschen ausnutzen. Aber da nächste Woche ja das Disney Game kommt, ist nächste Woche erstmal Disney Game. Am 11. ist wieder Together. Ja, in 2 Wochen. In 2 Wochen kommt wieder WoW. Wahrscheinlich sogar 2 Streams. Ich muss gerade einmal kurz. Ah, da kann ich mich noch nicht importen. Wie da mal hin. Ich habe Spaß mit Ninja. Ich liebe es, unsichtbar über Map oder in Städten rumzulaufen. Lustigerweise bin ich nicht allein damit. Es gibt immer noch mehr Ninja, die unsichtbar unterwegs sind. Das stimmt, das stimmt. In der Tat. Einen kenne ich sogar. Hockt auf meiner Freundesliste. Nancy Shady. Hockt gerne da mal irgendwo rum. Masaki, wie geht's dir? Und Fenris, wie geht's dir? Falls ich noch nicht gefragt habe. Geht's euch beiden? Wie war euer Wochenende? Ich möchte versuchen, die Jutik Geschmack von WoW zu bringen. Das geht nicht, wenn du so selten spielst. Ich mag WoW, ja. Da brauchst du mich auch nicht auf den Geschmack bringen. Ich mag WoW. Aber WoW ist nicht bei Main MMO. Das funktioniert leider nicht. Mein Main MMO ist F14. Da hängt doch mein Herz dran. Fenris, ich lebe. Ich atme. Ich bin müde. Das ist die Standardantwort. Vielleicht hätte ich so das Stream nennen sollen. Der müde Samfoten-Stream. Jetzt auch auf ihrem PC. Oder Handy. Oder Laptop. Hilfe! Lass die Tür ganz! Brauchst du Hilfe? Okay. Wenn ja, sag Bescheid. Okay. Erschöpft, ich habe die letzten 4 Wochen 6 von 7 Tagen gearbeitet. Und seit Freitag habe ich 21 Haar auf Arbeit verbracht. Oh nein. Oh. Das ist echt mies. Das ist echt mies. Wann hast du denn das nächste Mal frei, Masaki? Ich habe nur 5 Stunden geschlafen und auch müde. Ich schließe mich mit 3 Stunden an. Um 6 Uhr hatte ich, glaube ich, dann nur noch Etappenschlaf. Also kurz paar Minuten eingedöst, dann wieder wach, eingedöst, wieder wach. Und um 8 Uhr aufgestanden, Auto vollgeladen, Sachen weggebracht, 5 Stunden unterwegs gewesen. Wieder nach Hause gekommen, Stream angeschmissen. Und hier bin ich. Fit ist was anderes. Deswegen, ich weiß auch noch nicht, wie lange ich heute mache. Ich muss echt mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich bin nochmal überlegen. Und, oh Gott, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ikishi, vielen, vielen lieben Dank für deinen Follow. Und herzlich willkommen hier bei den Samtpfoten. Hallöchen, und einen schönen Sonntag dir. Sei froh, dass man deinen Server nicht sieht. Ich laufe gern Leuten und sich bei hinterher.
Ja, aus Gründen sieht man den Server tatsächlich nicht. Aus Gründen sieht man ihn nicht. Gibt einige Gründe für den Serverwechsel da, tatsächlich. Ich arbeite nur noch Nachtschicht von 2 Uhr bis, bis wir fertig sind. Oh, das klingt hart, Masaki. Aber du brauchst doch Schlaf. Ich weiß, du kannst da nichts für, aber du brauchst doch Schlaf. Dem habe ich im April mit meinem neuen Job gewonnen. Aber jetzt schon eine Position, dass ich mit dem Chef über die Kündigung eines Kollegen reden muss. Stimmt, das hat er dir ja neulich erzählt, als du vorbeigeguckt hattest. Stimmt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich habe Schatz auf Alpha und bin auf Omega. Und Omega, wenn ich den Char umziehen würde, dann auf Omega. Ich habe auf mehr. Ich glaube, ich habe auf Shiva, habe ich. Also, auf Shiva habe ich auf jeden Fall Schatz. Ich habe auf Zodiac Schatz. Ich glaube, ich habe sogar auf Alpha einen. Der zieht aber tatsächlich bald um. Der sobald ich Geld habe, zieht er um. Bei dem Char hier müsste man gucken. Aber wie gesagt, ich habe ihn halt bewusst. Das ist das Einzige, was ich bewusst verdecke. Wie gesagt, allein aus Gründen. Deswegen. Es gibt immer so lustige Menschen, die es nicht auf die witzige Art und Weise meinen. Das hatte ich vor einigen Wochen erst. Deswegen. Einmal hat gereicht. Einmal hat gereicht. Wenn, dann schreibe ich sowas privat, dann einmal kurz und dann ist gut. Richtig ausgesprochen, sonst hätte es auf der Community eine Strafe gegeben. Oh je. Ja, ja gut, ich bin froh. Ich bin echt... Ich habe eine Gabe darin, Namen nicht richtig auszusprechen. Ich bin Meisterin in dem Fach. Sieht fast so aus wie meine... Wie man einer trinkt. ich muss weiter. Wollte nur Hallo sagen. WoW wartet. Tschüss, viel Spaß und bleib, wie du bist. Okay, das fällt mir selbst Stream auch ohne WoW. Ja, das ist lieb, Ryder. Vielen, vielen lieben Dank. Wie gesagt, ich spiele auch wieder WoW. Keine Angst. Ich habe ja diesen Monat noch. Danach wahrscheinlich... Na gut, das neue Addon spiele ich sowieso nicht direkt, also... Diesen Monat spiele ich auf jeden Fall noch. Danach muss ich halt mal gucken, wie es bei euch ankommt und... Ja, aber Main MMO wird es, wie gesagt, nicht... Ich mag WoW sehr gern, vor allem die Lore ist ja richtig interessant. Ich würde sogar so weit sagen, gehen, dass ich sage, ich liebe die Lore, weil die ist echt gut. Ich mag aber... Ein Großteil der Community nicht alle, aber ein Teil. Es gibt Ausnahmen, wie dich zum Beispiel. Oder wie Kitty oder Dufte, sind auch. Ne? Also die am WoW-Stream bei mir mit dem Voice war. Die sind auch in Ordnung. Auch nicht toxisch. Oder Hybrid. Hybrid ist auch nicht toxisch. Ich mag halt keine toxischen Menschen. Das ist einfach nur furchtbar. Mit den Leuten komme ich nicht klar.